animiert von einer aktiven Mitbürgerin aus einer bestimmten ideologischen Richtung, will ich mal sagen, auf meinem Heimweg, die auf öffentlichem Begleitgrün ganz akribisch hier das heimische Jakobskreuzkraut rausriss, habe ich mich entschieden, ganz spontan mal wieder in das Aufforstungsgebiet Miegendorf zu fahren. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Bienenfreunde, zu einem neuen Kurzvideo hier auf nordbiene.de. Ja, gemeinsam mit euch möchte ich mal wieder, wie es jetzt schon seit 7 Jahren Tradition ist, hier das Aufforstungsgebiet besuchen. Und wir sehen, die Bäume, die bilden schon eine dichte Krone. Und was mich ganz besonders freut, auch dieses Jahr wieder ist das Jakobskreuzkraut hier richtig schön am Blühen. In verschiedensten Exemplaren, wir sehen es hier. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal auf einem kleinen Spaziergang, auf einem kleinen Bienenpflanzenspaziergang genauer an. Ja, die Mitbürgerin, ich habe es euch erzählt, die war ganz aktiv dabei, auf einem Grundstück, das offensichtlich nicht ihr gehörte, ganz akribisch diese Pflanzen rauszureißen. Damit hat sie sicherlich auch einige Johanniskrautpflanzen erwischt, nämlich diese hier. Die sind dem Jakobskreuzkraut zum Verwechseln ähnlich. Naja, das passiert ja nun mal, sag ich mal in Anführungszeichen. Ja, ich denke mal, die ideologische Agitation und die medienwirksame Berichterstattung hier über das böse Jakobskreuzkraut, die zeigt Wirkung. Und die ideologisch Verblendeten, die tun hier ihr Übriges. Meine Meinung dazu ist, wenn das Naturschutz sein soll, und wenn das hier in Deutschland Schule macht, nämlich Pflanzen aussortieren, in gut und schlecht, da ist es dann egal, ob sie heimisch sind oder nicht, alles rausreißen, alles ausrotten, was einem nicht gefällt, dann muss ich sagen, dann sieht das auch in Zukunft in Deutschland düster aus mit dem Naturschutz. Ich dagegen erfreue mich hier, und das ist jetzt wirklich uncut, an der schönen bunten Pflanzenwelt, sei sie nun gelb, violett, blau, rot, weiß oder grün, ist das nicht einfach nur herrlich. Hier sehen wir schön bunt gemischt das Johanniskraut mit vielen Insekten drauf. Hier zum Beispiel eine kleine Erdhummel, aber auch viele andere Wildbienen. Es ist einfach nur herrlich. Hinter dem Zaun, das sieht mir aus wie ein riesiges Feld Cannabis. Das dürften Cannabispflanzen sein, aber auch gemischt mit ganz vielen Blüten. Und wenn wir uns da hinten die Wiese angucken, es blüht auf dieser Wiese weiß und blau und gelb. Millionen Blüten im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das noch erkennt hier. Tja, ihr Lieben, ihr könnt mir ja mal einen Ratschlag geben. Was würdet ihr mit der Frau oder der Frau sagen, wenn ihr die seht, auf öffentlichem Begleitgrün, die hier ganz akribisch Blühpflanzen herausreißt? Sei es zum Beispiel hier unser heimisches Jakobskreuzkraut und direkt daneben unser ebenfalls heimisches Johanniskraut. Was würdet ihr dieser Frau sagen? Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben unterhalb dieses Videos. So, jetzt wollen wir uns aber weiter in dieser wunderschönen Natur umschauen. Ab geht es, auf geht es in den Wald, der hier langsam hochwächst. Wir sehen hier auch ganz fantastische Blüten, nämlich des Rheinfarns, ebenfalls eine wundervolle Blüte, extrem wertvoll, heimisch natürlich, wertvoll für alle unsere Insekten, für die Hummeln, wie wir hier sehen, für die Käfer, die hier Liebe machen und für die Schmetterlinge und Fliegen und Wildbienen. Hier haben wir eine Wildbiene, die Art kenne ich natürlich leider nicht. Und natürlich auch unsere heimischen Honigbienen, die naschen hier an dem Rheinfarn. Genau.
noch ein kurzer Blick Richtung Himmel. Ja, das ist ungefähr die Windrichtung, West, Südwest. Da kommt nichts Gutes auf uns zu, aber ich sage immer, das ist hier im Moment Madeira-Wetter. Jetzt dieses Wochenende haben wir hier über 20 Grad, tatsächlich 22, 23 Grad wird es werden. Die nächste Woche wird es wieder dauerhaft unter 20 Grad, wie auch die vergangene Woche bereits. Wir haben hier ziemlich kalte Temperaturen, aber extrem viel Regen, was hier an Regenmassen heruntergekommen ist. Das ist einfach Wahnsinn. Und schaut euch mal hier in diesem Paradies um. Es ist einfach nur Wahnsinn. Gelbe Blüten, die Sommerblüten, wenn sonst fast nichts blüht in unserer Natur. Ein Paradies für unsere Honigbienen und für alle Wildinsekten, für unsere heimischen Wildinsekten, die direkt oder indirekt von dieser Natur hier profitieren. Ja, und hier haben wir das Jakobskreuzkraut überall, gemischt mit dem Johanniskraut und mit dem Rheinfarn. Einfach nur toll. Das Jakobskreuzkraut, das ist ja eine mehrjährige Pflanze, die im zweiten oder im ersten Lebensjahr, also nach dem ersten Jahr, beginnt zu blühen, als zweijährige Pflanze dann praktisch. Und das Jakobskreuzkraut bietet ganz viel Nektar und auch ganz viele leuchtend orangefarbenen Pollen hier. Für unsere Bienen, wir können es am Flugloch beobachten. Die Bienen, die sammeln und tragen jetzt richtig viel Pollen, Nektar auch, aber vor allem Pollen vom Jakobskreuzkraut, auch vom Johanniskraut, vom Rheinfarn, von den Disteln hier, die hier blühen, genauso wie von der Wiesenflockenblume, wie wir hier, sie hier sehen, im Vordergrund, genau. Was für eine Natur. Ja, und wir wollten uns aber eigentlich die Bäume angucken. Das sind hier Wildkirschen gemischt mit Ahornbäumen, Bergahorn. Ich sehe auch Eichenbäume. Ja, das sind so die Hauptbaumarten, die in diesem Bereich gepflanzt wurden. Mittlerweile vor fast 20 Jahren, 15 Jahren. Das Gebiet ist ungefähr 16 Hektar groß, Aufforstungsgebiet. Ein Paradies für die Insekten und nicht nur für die Insekten, sondern auch für unsere gesamte heimische Natur. Denn hier bleibt alles wild und hoffentlich kommt hier kein ideologisch verblendeter Mensch vorbei, der hier alles rausreißt. Ja. Ja, wir kommen jetzt in den zweiten Bereich, getrennt durch einen ehemaligen Knick hier, der bestanden ist von Eschen, aber auch von diesem Kamtschatka-Knöterich. Der wurde mal eingeschleppt, eingeführt. Der wuchert tatsächlich ein bisschen, also den muss man schon auf Freiflächen ein bisschen kurz halten. Im Wald nachher, da stört er nicht, da hat er dann keine Chance mehr. Ja, Sonne kann ich euch, meine lieben Bienenfreunde, heute leider nicht bieten, wie auch die letzten Wochen nicht und die nächsten Wochen wohl auch nicht. Das macht aber nichts, für mich ist das hier Madeira-Wetter. Also die Wiese ist getränkt vom Regen, der Boden ist getränkt vom Regen, richtig schön. Aber schaut euch mal an, wie das hier blüht. Thank you.
vorbei, auch hier wieder an gepflanzten Bergahornen, an Wildkirschen. Das ist natürlich auch für unsere Insektenwelt ganz besonders hervorragend. Und natürlich auch die Eichen, unsere heimischen Eichen hier. Die deutsche Eiche, wertvoll für unsere gesamte Tierwelt. Ich glaube, ich habe es gelesen irgendwo, 300 verschiedene Tierarten ernähren sich allein von der heimischen Eiche, von der Stieleiche hier. Dagegen sind es bei der eingeführten Silberlinde gerade mal 2. Ja. So, und auch hier kommen wir vorbei am besonders anpassungsfähigen Jakobskreuzkraut, das sich auch hier am Waldesrand verbreitet und hält. Richtig schön. Ja, und die Eichen, die fruchten sogar dieses Jahr. Die sind ja noch gar nicht so alt, die Bäume hier. Wie alt mögen die sein? 15 Jahre vielleicht. Die haben offensichtlich schon geblüht. Und was wir hier sehen, auch der Johannistrieb, der ist schon durch. Eichen wachsen ja immer 2-mal im Jahr, einmal im Mai und einmal im Juli. Und der zweite Johannistrieb, das ist dann meistens der stärkere Trieb, der den Eichen dann die Wuchslänge beschert hier. Ja, einfach nur schön. Es ist aber schwül. Es ist aber ziemlich schwül hier. Nicht sehr warm. 21 Grad haben wir vielleicht, aber es ist extrem schwül, man kommt ins Schwitzen hier. So muss es sein, ich liebe es, dieses Wetter. Madeira-Wetter hier, das ist richtig toll. Ja, und wenn wir uns hier umschauen, hier ist das natürlich eingezäunt alles. Hier sehen wir große Walnussbäume gepflanzt. Ja, da drüben auch eine Wiese, eine Weide vielmehr. Und da grenzt dann ein weiteres Waldgebiet an, die Hansdorfer Tannen dann zum Beispiel. Ja, es ist schwül, aber wunderschön. Ich finde es einfach nur toll. Bergahorn, der wächst hier mit am schnellsten auf der linken Seite. Die Eichen sind natürlich langsam wachsender. Aber der Bergahorn, wenn man den sieht hier, der düst richtig ab. Wie groß mögen die Bäume sein? Ja, 7 Meter, 6-7 Meter sind die schon. Schon richtig toll. Vor allem überall auch Wildkirschen, Prunus avium hier. Das ist ja die Vorfahre unserer heimischen Traubenkirsche. Nicht Traubenkirsche, sondern Vogelkirsche, beziehungsweise Süßkirsche. Und das finde ich ja toll, dass hier die Wildkirsche in Tausenden von Exemplaren gepflanzt wurde. Einfach nur toll, und mich verfolgen die Stechmücken hier. Das ist ja fast schon Skandinavien. Und die mögen das Wetter natürlich, ne? Ja, so, ich komme hier vorbei an endlosen Stauden des Rheinfahrns hier auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite, da haben wir dann wieder überall Jakobskreuzkraut. Hier darf es wachsen, hier sind keine Ideologen, die ja nicht wirklich den Naturschutz im Kopf haben, sondern hauptsächlich ihre Ideologie. So, hier haben wir eine nicht heimische Pflanze, das ist die kanadische Goldrute, auch überaus wertvoll für unsere Insekten. Also diese Sträucher, diese Stauden hier, die sind voll von Insekten, hauptsächlich von Wildbienen, auch von Solitärwespen, Fliegen, Käferarten. Obwohl sie nicht heimisch ist, ist sie aber doch sowas von wertvoll. Ich würde niemals auf die Idee kommen, diese Pflanze rauszureißen hier, nur weil sie nicht in Deutschland heimisch ist. Auf der linken Seite, also wer wohl auf die Idee gekommen ist, hier beginnt der Bereich der Esskastanien. Das sind zusammengenommen etliche hundert, die hier in mehreren Reihen stehen. Und wir sehen hier die Esskastanien, auch wenn sie noch so klein sind, die blühen gerade. Die blühen tatsächlich. Wahnsinn. Ja, und das nicht so wenig. Die anderen, die blühen auch alle.
das zu dieser Jahreszeit, ne? Ist ja auch irgendwie komisch. Die blühen vielleicht zweimal. Esskastanie. Einige Exemplare sind schon sehr groß. Wir wissen ja, die Esskastanie, die kommt aus dem Mittelmeergebiet, aus der submediterranen Höhenstufe und scheint jetzt auch im Klima von Schleswig-Holstein mit dem Klima zurechtzukommen. Hier einfach nur toll. Ich liebe Esskastanien. Vom Blatt her, vom Wuchs her, von der Blüte her. Tolle Bäume. Ja, und diese Exemplare, die sind jetzt mittlerweile wohl auch schon 5-6 Meter hoch. Ja, das sind sie. Toll. Ich kann mich dafür begeistern. Und hier auch der schnell wachsende Götterbaum Ailanthus altissima. Auch besonders wertvoll für Bienen. Wenn er blüht nachher irgendwann mal, breitet sich durch Wurzelbrut sehr stark aus. In manchen kontinentalen Großstädten kennen wir das, zum Beispiel in Berlin. Da überwuchert er tatsächlich das Straßenbegleitgrün hier. Aber in Schleswig-Holstein, da wird die Gefahr nicht bestehen. Hier hat ein umweltbewusster Förster diesen Götterbaum versuchsweise wohl angepflanzt. So, wir kommen wieder an die südlichste Ecke des Aufforstungsgebiets. Und ihr hört's, hier hinten geht's rum nach Miekendorf. Und da haben wir das Hofcafé, das unter anderem Sponsor von einigen Parkbänken hier ist in diesem Aufforstungsgebiet. Und dort findet gerade ein Rockkonzert statt. Richtig schön mit Security abgesperrt und so weiter, kein Zutritt. Das muss ja wohl irgendwie eine etwas bekanntere Band sein, eventuell. Ja. Ja, und am Horizont sehen wir wieder die Cannabiswiese. Von der Optik her würde ich mal sagen, boah, 4 Hektar groß vielleicht, 5 Hektar. Und mit vielen Blütenpflanzen dazwischen, ja. Ja, und das ist die laute Musik. Ich stehe eher auf Schlager. Ja, was ich witzig und interessant finde hier, die haben hier tatsächlich Cannabis angepflanzt. Hoffentlich spricht sich das nicht rum. Ich meine, das Rockkonzert in der Nähe, die sitzen nachher alle hier. Naja, sollen sie machen. Aber ansonsten, Leute, nicht, dass hier jemand auf die Idee kommt, in Miekendorf hier direkt beim Bauern, beim Hofcafé hier Cannabis zu pflanzen, zu sammeln oder rauszureißen, noch viel schlimmer. Bloß nicht, ne? Das wollen wir nicht. Ja, was für eine Natur. Man sieht die Eichen, die wachsen nicht so schnell. Ist ja auch alles sandig hier, sandiger Untergrund. Das dauert ein bisschen, bis die groß werden. Aber das wird ein reiner Eichenwald hier. Ein reiner Eichenhain auf dieser Ecke. Ja. Und wunderschön unterstanden mit zigtausenden von Pflanzen des Jakobskreuzkrauts. Und hier werde ich in Kürze wieder Samen ernten. Ja, richtig toll. Wer von euch Samen haben möchte vom Jakobskreuzkraut, der sagt mir gerne Bescheid, kann mir gerne einen Kommentar da lassen unterhalb dieses Videos. So, meine Lieben, ich werde mich schon an dieser Stelle von euch verabschieden, denn je näher wir nach Miekendorf kommen hier, desto lauter wird das Konzert. Ihr hört es im Hintergrund und ja, ich sage euch ganz herzlichen Dank erstmal fürs Zuschauen. Sortiert die Pflanzen nicht in gut und schlecht, egal woher sie kommen. Erst recht reißt keine Pflanzen raus und schon gar nicht heimische Wildpflanzen, die für unsere Honigbienen und für die Wildnatur, für die wilde Natur, für die Insekten so überaus wertvoll sind. Werdet nicht zu diesen ideologisch verblendeten Naivmenschen, sag ich mal, die glauben, mit ihrem Rausreißen von einzelnen Wildpflanzen hier die Welt verbessern zu können. So wird das nichts mit Naturschutz in Deutschland. Ist leider so. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss.